Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wie gestern versprochen, heute direkt das nächste Video. Auch heute möchte ich euch, wie gestern angesprochen, über ein sehr tolles Projekt informieren. Gerade junge Leute für Aquaristik zu begeistern, liegt auch mir sehr am Herzen. Somit logische Sache, dass ich euch dieses Projekt auch nicht vorenthalten kann. Unter dem Namen Lass die Fische los, von dem ich schon mal in einem Video berichtet habe, geht es darum, gerade jungen Menschen zu zeigen, wie wunderbar und interessant Aquaristik ist und sein kann. Unter diesem Namen wurde an der Ernst-Reuter-Schule in Karlsruhe das erste von hoffentlich weiteren solcher Projekte in ganz Deutschland gestartet. Die Schule hatte bereits ein Aquarium, das trotz großer Begeisterung der Schüler nicht so das Gelbe vom Ei gewesen ist. Mit der Hilfe von ehrenamtlichen Helfern und des Sponsorings von Juwel, Tropica, Söll, Aquarium Münster und Wir fürs Tier wurde mit einer Gruppe Schülern von der 5. bis zur 10. Klasse ein neues 350 Liter Aquarium aufgebaut und eingerichtet. Jeden Mittwoch wurden die Schüler in einer Doppelstunde über die wichtigsten Grunddinge, die man bei einem Aquarium beachten muss, unterrichtet und im Rahmen einer AG fleißig am Aquarium gearbeitet. Von Einrichtungen, Wasserwerten, Beckenpflege oder zum Beispiel dem Wasserwechsel wurde hier viel besprochen und gelehrt. Das Gesamtsponsoring belief sich auf eine wahnsinnige Summe von rund 3000 Euro. Besonderen Dank natürlich an die Sponsoren und außerordentlich an Sebastian von Wir fürs Tier, der über Wochen jeden Mittwoch von Kirchheim unter Teck zur Schule nach Karlsburg gefahren ist, um sich mit den Kindern um das Aquarium zu kümmern. Jeder, der die Autobahnstrecke kennt, weiß, dass hier Stau vorprogrammiert und Nerven wie Drahtseile vonnöten sind. Ja, wer ist der Sebastian? Ich weiß nicht mal Sebastian, sein Nachname, da sehen Sie mal, wie intensiv wir zusammenarbeiten. Er ist hier fürs Tier und ich ziehe den Hut, denn er ist jede Woche von Kirchheim mit dem Auto, Sie kennen die Autobahnstrecke, zu fahren. Mittwochs hierher gefahren und hat die Eva zusammen mit der Gabi Rugo gemacht. Und das war einfach ganz, ganz toll und ein herzliches Dankeschön für dieses große Engagement. Das Aquarium wurde natürlich noch mit einer Feierlichkeit offiziell eingeweiht. Die Begeisterung war groß, die glücklichen und begeisterten Schüler, der Lohn für alle Beteiligten. Sogar ein eigenes komponiertes Lied wurde von den Schülern vorgetragen. Hier ein kleiner Ausschnitt. Nochmals vielen, vielen Dank an alle für die große Unterstützung bei diesem Herzensprojekt und ein außerordentliches Lob an alle beteiligten Schüler. Habt ihr wirklich toll gemacht und klasse mitgearbeitet. Danke auch von meiner Seite für die Einladung zu diesem tollen Projekt und ich hoffe sehr, dass noch viele weitere solcher Projekte in Zukunft folgen werden. So Freunde, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über eine positive Bewertung in Form eines Daumen nach oben freuen. Ist sehr gut für den YouTube-Algorithmus, unterstützt mich sehr, kostet kaum etwas von eurer Zeit und ist völlig umsonst, also damit nicht geizen, wäre cool. Ansonsten findet ihr in der Videobeschreibung natürlich die Links zu allen Sponsoren, könnt ihr sehr, sehr gerne mal vorbeischauen und natürlich ganz oben den Link zur Internetseite der Ernst-Reuter-Schule, könnt ihr auch mal vorbeischauen und den Link zum Video der Ernst-Reuter-Schule, die haben nämlich selber ein YouTube-Video über das Aquarium gemacht, da könnt ihr noch ein paar weitere Infos euch anschauen, sehr, sehr cool, schaut dann auf jeden Fall mal vorbei, lasst auch mal ein paar Likes da, geizt damit nicht und ja, ansonsten natürlich auch noch die Links, wie ihr mich auf Facebook, Twitter, Instagram und so weiter findet, dort könnt ihr mir folgen, mir ein Like da lassen, mir eine Freundschaftsanfrage schicken oder ihr lasst es einfach bleiben und ansonsten bleibt mir nicht mehr viel mehr zu sagen, außer wir sehen uns im nächsten Video, ihr Fischlinge und macht's gut, ich bin raus hier, tschüss.